NAF schafft ein Gleichgewicht von Straße und Bahn. Die Annahme des Nationalstraßen- und Agglomerationsverkehrsfonds schafft ein Gleichgewicht Bahn und Straße. Zur Freude von ACS, Autoschweiz, Straße Schweiz und AGVS. Jetzt fließen jährlich zusätzlich 1 Milliarde Franken in Nationalstraßen- und Agglomerationsprojekte. Wie wird sichergestellt, dass der Staat diese Milliarde vom Automobilisten nicht für andere Zwecke verwendet? Aus den bisherigen 13 Milliarden flossen schließlich auch nur 2 bis 2,5 Milliarden in die Straßenprojekte. Falsch gerechnet oder wo ist der Rest?